Grüß euch von dem gerechten Innsbruck. Heute sind wir bei der Markthalle und unser heutiges Thema ist die Glaubwürdigkeit des Herrn Bürgermeisters mit seinen Aussagen. Da geht es um die Barrierefreiheit der Markthalle. Wie man jetzt sieht, da drüben ist also praktisch ein neuer Behindertenparkplatz, weil auf der gegenüberliegenden Seite der Markthalle, da hat man ja die Behindertenparkplätze, wo man direkt in die Markthalle reingekommen ist, gegen Fahrradstände ausgetauscht. Es hat übrigens auch die Geschäftsführerin der Markthalle gesagt, sie findet das in Ordnung, die Radlfahrer brauchen ja ihre Plätze. Das heißt, de facto sind dem Bürgermeister, der Mobilitätsstadträtin, der noch Mobilitätsstadträtin, noch Vizebürgermeisterin und auch der Geschäftsführerin der neu eingesetzten, weil der alte ist ja damals austauscht worden, eine fragwürdige Art und Weise, seien die Radfahrer wichtiger als wie die Behinderten. Und jetzt lesen wir da in Innsbruck informiert, Landeshauptstadt nimmt jede Hürde. Und jetzt sage ich euch, was der Herr Bürgermeister sagt, damit es einmal sechs, wie der glaubwürdig ist. Er sagt, Barrierefreiheit muss mehr als ein Schlagwort sein. Barrierefreiheit beginnt im Kopf für Bedürfnisse anderer, wo man mitdenken muss. Barrierefreiheit bedingt Empathie. Ohne die Fähigkeiten, sich in andere hineinzufühlen, klappt es nicht. Und dann schreibt er, in Innsbruck ist man seit Jahren bemüht, mittels baulichen Maßnahmen im öffentlichen Raum und in vielen städtischen Gebäuden neuralgische Stellen zu entschärfen. Das klingt jetzt sehr gut, Herr Bürgermeister. Das ist der einzige Eingang für die Behinderten. Der sogenannte barrierefreie, schaut euch das einmal an. Geöffnet ist er nur während der Zeit des Bauernmarktes, also nur am Vormittag. Und dann ist da noch ein Netzschild, wo steht, herzlich willkommen, bitte benutzen Sie den barrierefreien Eingang in 20 Metern. Wisst ihr, was in 20 Metern ist? Wir haben es ausgemessen, eine Mauer. Von barrierefreien Eingang ist keine Rede nicht da. Also unglaubwürdig hoch drei. Lieber Herr Bürgermeister, ich würde mich schämen. Im Innsbruck informiert den großen Aussatzkern, den großen Bürgermeister, der für die Behinderten und für die Barrierefreiheit ist. Wissen Sie, was Sie sein? Sie sind ein Verbündeter der Uschi Schwärzel, denen praktisch die Radstände viel mehr am Herzen liegen wie die Behinderten. Und denen müssen da was Gott wie weit laufen, dass sie überhaupt reinkommen. Ein Behinderten-WC gibt es im Übrigen in der Markthalle am Nachmittag auch nicht, weil da geht es ein Stirn rein, wo keiner mit dem Rollstuhl reinkommt. Und das ist Ihre Politik. Also verkaufen Sie uns bitte nicht für dumm. Und wir werden auch weiterhin solche Unzulänglichkeiten thematisieren. Bitte schön, bleiben Sie doch bei der Wahrheit, weil mittlerweile haben Sie eigentlich auch bei den Bürgern eine Glaubwürdigkeit verloren. In diesem Sinne, macht es gut. Und wenn es zur Markthalle kommt, schaut euch das einmal selber an. Wahnsinn, hoch 5. Servus Innsbruck, servus Tirol. Wieso ist jetzt da reingekommen? Das muss man jetzt erklären.